Bei mir die beiden Trainer, zu meiner rechten Seite sind Trainer von Schott Mainz, Sascha Med, und auf meiner linken Seite unser Trainer Manfred Schmidt. Herr Med, bitte Ihre Stellungnahme zum Spiel. War ein total schwieriger Abschluss der englischen Woche, Gott sei Dank der letzten englischen Woche jetzt diese Saison. Wir hatten Pirmasens, ganz, ganz schweres Auswärtsspiel. Wir hatten am Mittwoch Sandefjord und Saarbrücken, die in Mainz ganz klasse aufgetreten sind. Wir haben heute mit Mechtersheim mit die stärkste Mannschaft, was Geschlossenheit und kompakte Abstände betrifft, hatten wir heute. Wir haben aus den drei Spielen haben wir 7 Punkte geholt, haben teilweise überragend gespielt. Heute hatten wir in der ersten Halbzeit wahnsinnig zu kämpfen. Heute war ich wahnsinnig froh, dass ich mal in die Halbzeit kam. In der Halbzeit, denke ich, haben wir die ein, zwei Kleinigkeiten entscheidend korrigiert. Und dann, wie das Spiel gelaufen ist mit der zweiten Halbzeit, denke ich, geht der Sieg für uns in Ordnung. Uns fallen heute mal riesige Steine von den Schultern. Aber wir wissen, dass wir jetzt die nächsten drei Spiele auch noch gewinnen müssen, wenn wir es denn packen wollen, ganz nach oben, weil Völklingen sicherlich nichts mehr abgeben wird. Das ist eine wahnsinnig psychische Belastung auch für die Jungs, und die sind immer wieder da und sie beißen immer wieder. Und ich bin heute geschafft und ich bin müde, aber ich bin auch wahnsinnig glücklich, wie die Jungs das gemacht haben. Vielen Dank. Dankeschön. Manfred, deine Stellungnahme bitte. Ich denke, dass wir unter Wert geschlagen wurden. Zumindest ist das Ergebnis in der Höhe mit Sicherheit viel zu hoch. Wir haben eine bärenstarke erste Halbzeit abgeliefert. Ich habe bis zum 3-1 keine rausgespielte Chance von Mainz 05 gesehen. Der Blackout zum 1-1 bei uns hat uns etwas Sand ins Getriebe geworfen. Der Foulelfmeter war meines Erachtens kein Foulelfmeter. Müssten viele, viele Elfmeter in dem Spiel gepfiffen werden. Und bei dem Eckballtor sollte man mal reingehen in die Kabine und sollten Steven Benn durch seinen Knick sehen. Also war ein klarer Ellenbogen-Check, der konnte gar nicht hochgehen. Das heißt also, aus keiner herausgespielten Chance, 3-1 hinten. In dem Augenblick hat es dann jede Mannschaft schwer gegen so einen bärenstarken Tabellenführer, der auch mit Sicherheit berechtigt Tabellenführer ist. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir die erste Halbzeit richtig, richtig gut im Spiel waren, richtig, richtig gut waren und sind dann 12 Sekunden, glaube ich, nach der Halbzeit 2-1 in den Rückstand geraten. Und dann ist es halt unheimlich schwer, gegen so eine Mannschaft, so eine robuste und kampfstarke Mannschaft, da zurückzukommen. Deswegen möchte ich nicht über meine Mannschaft das Schwert brechen, sondern ich bin absolut zufrieden. Wir haben die Woche den Vereinsrekord geholt und haben heute ein ganz tolles Spiel gezeigt, hinten raus tust. Wenn man dann so zurückliegt bei diesen Temperaturen gegen so einen starken Gegner, ist es halt unheimlich schwer. Danke. Ja, ich bedanke mich bei den beiden Trainern, wünsche Ihnen eine gute Nachhausefahrt und viel Glück für die restlichen Spiele. Und toi, 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 vielleicht klappt's.